Frage 1. Ich habe eine Präsentation zum Thema Wald. Wie kann ich im Internet etwas dazu finden? Im Internet gibt es verschiedene Suchmaschinen wie Google, Bing, Yahoo, FragFin und so weiter, mit denen du nach Inhalten suchen kannst. Dazu musst du einen oder mehrere Begriffe im Suchfeld eingeben. Bei manchen Begriffen wird dir gleich die Anzahl der Treffer angezeigt. Für Wald sind das sehr viele. Frage 2. Wow, das sind aber viele Treffer. Wie finde ich mich da zurecht? Du kannst deine Suche eingrenzen, indem du mehrere Begriffe eingibst. Nun werden dir Links zu Webseiten, Videos oder Bildern angezeigt. Die Suchmaschine entscheidet, welche Seiten sie für wichtig hält und platziert diese Seiten weiter oben. Für dieses Ranking gibt es verschiedene Kriterien. Ganz oben sind die Seiten, bei denen Fettanzeige steht. Das heißt, dass dafür bezahlt wird, dass diese Seiten weiter nach oben gesetzt werden. Weiter unten sind andere Kriterien entscheidend. Was die Suchmaschine für dich vorschlägt, muss daher nicht unbedingt für dich passen. Wähle deshalb sorgfältig aus. Frage 3. Welche Suchmaschinen sind speziell für Kinder gut geeignet? Du kannst zum Beispiel fragfin.de oder blindekuh.de verwenden. Diese Suchmaschinen speziell für Kinder sammeln keine Daten über dich und enthalten keine Werbungen. Das ist bei großen Suchmaschinen wie Google ganz anders. Hol dir auf jeden Fall Hilfe bei einem Erwachsenen, wenn du dir bei einer Suche unsicher bist. Frage 4. Worauf muss ich beim Suchen achten? Du kannst beim Suchen noch weiter filtern. Bei Google kannst du zum Beispiel speziell nach Fotos oder Videos zu deinem Thema suchen. Frage 5. Was kann ich noch einstellen, damit ich gut damit suchen kann? In den Einstellungen kann man verschiedene Filter einstellen. Bei Google zum Beispiel kannst du ganz rechts unter dem Symbol Einstellungen und erweiterte Suche auch nach verschiedenen Lizenztypen suchen. Die Lizenz entscheidet, ob du Bilder oder Texte verwenden, verändern und weitergeben darfst oder nicht. Hier findest du zum Beispiel Webseiten und Bilder, die du lizenzfrei, also ohne Einschränkung, nutzen kannst. Es gibt auch spezielle Bilddatenbanken, die lizenzfreie Bilder für Präsentationen anbieten. Das sind zum Beispiel FreePic, Pixabay oder Pexels. Hier siehst du kommerzielle Bilder zum Thema Wald, also Bilder, für die du bezahlen müsstest. Darunter sind aber kostenlose Bilder, die du für deine Präsentation verwenden kannst. Nun kannst du Text und Bilder aus dem Internet sehr gut in deine Präsentation einbauen. Aber vergiss dabei nicht, die Quellen der Seite anzugeben, von der du die Informationen genommen hast. Und jetzt viel Erfolg bei deiner Suche!